Die Welt ist rund und irgendwo auf diesem Globus liegt die Insel Bali. Willy Cotney will dorthin, Ende September, zusammen mit der thailändischen Nationalmannschaft zu den Asienmeisterschaften im Fechten. Der Thai-Fechtverband hatte Cotney gebeten, als Teamchef dabei zu sein. War sehr überraschend für mich, aber ich meine, bei so einer Herausforderung sollte man die schon annehmen. Willy Cotney hat langjährige Erfahrung im Turniersport. Allein von 3 Olympischen Spielen weiß er, dass ein erfolgreiches Team von einer guten Betreuung abhängt. Also suchte er sich für jede der 3 Waffen einen qualifizierten Coach. Die größte Herausforderung aber waren die Finanzen. Bei schmalem Budget möglichst viele Fechter bei guter Betreuung nach Bali zu schicken. Erst sah es so aus, als könnte ich nur 9 Fechter mitnehmen, aber bei den Tickets, bei den Hotels und bei den Trainingsanzügen konnte ich sparen, sodass ich jetzt mit 18 Fechtern an den Start gehen kann. Auf Anfrage erklärte sich völlig überraschend die Firma Puma bereit, auf die Trainingsanzüge des Thai-Teams 70% Rabatt zu geben. Damit war eine dicke Kröte geschluckt. Und dann galt es noch, die Flugtickets günstig einzukaufen. Air Asia hatte ein Herz für die Sportler. Bei seiner Arbeit war der Bronzemedaillengewinner von Sydney nicht alleine. Eine Freundin half, die Korrespondenz zu erledigen, und Vater Erik gestaltete die Webseite von Poseco. Elternabend. Hier musste Willy zu allem Rede und Antwort stehen, vor allem zur Qualifikation. Zu der Schwester Manuela, die Fechtbahnen der Air Force Kadettenakademie fegte. Familie hält eben zusammen. In einem Miniturnier galt es, für die nicht gesetzten Fechter sich für Bali zu qualifizieren, im Säbel, in Florett und im Degen. Mitten ins Turnier ein Anruf. Einem Degenfechter war das Auto verreckt. Obwohl das Turnier fast abgeschlossen war, konnte er mit Zustimmung der anderen quer einsteigen und sich qualifizieren. Ich finde das sportlich sehr fair von den Fechtern, es zuzulassen und ihm da eine Chance zu geben. Es ist eine super Aktion und zeigt Sportsgeist. Nach der Quali ging es dann auch gleich zur Sache. Fitness stand oben auf dem Trainingsprogramm. Jedes Wochenende will man sich bis Ende September in der Air Force Akademie zur Vorbereitung auf die Asienmeisterschaften treffen. Schließlich möchte man in Bali einen guten Eindruck hinterlassen.